Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Susanne und ich, wir haben uns heute geschminkt. Wolltest du deinen Namen sagen? Der ist so wunderschön. So schön wie du. Selber. Und wo sind wir jetzt immer? Wir sind auf der Glow in Essen und haben uns gedacht, wir drehen ein Video für euch. Olesya zeigt ihren Look. Ich habe meinen Look für euch geschminkt. Und während wir uns schminken, unterhalten wir uns ein bisschen über Beauty, über Stars, über unser Leben. Also ein richtig schöner Style and Talk für euch. Bleibt dran. Und viel Spaß. Bis ganz zum Ende. Da sagen wir nämlich das absolut entscheidende Detail. Es wird das alles erklären. Alles. So. Dann legen wir mal los mit Primer. Ja, würde ich auch sagen, brauchen wir auf jeden Fall. Aber wie primest du? Beziehungsweise, weißt du, was mich interessiert? Mich interessiert brennend, was ist das allererste, was du machst an deinem Gesicht? Auf jeden Fall Primer. Oder Sonnenschutz. Also ich trage normalerweise jeden Morgen, ne? Dann so meine Pflege auf und alles. Und dann im Sommer, auf jeden Fall im Sommer, trage ich nochmal Sonnenschutz drauf. Und das ist oft dann meine Base. Okay. Also ich belasse es manchmal dabei. Und du? Bei mir ist es die Wimpernzange. Ich fange immer mit der Wimpernzange an, weil ich dann das Gefühl habe, dass mich die Person aus dem Spiegel, die mich anschaut, ein bisschen wacher anschaut. Weil ansonsten denke ich mir immer so, au, Backe. Aber ja, ich mache wirklich als erstes mache ich die Wimpern. Wenn die geöffnet sind, habe ich das Gefühl, let's go. Hier. Und machst du dann auch also deine Augen zuerst oder dein Gesicht? Nee, das ist, also ich habe wirklich so, ich... Guck mal, stell dir mal vor, du wirst irgendwann abrupt unterbrochen. Dann musst du ja sehr schlau anfangen aufzubauen, dass du nicht mittendrin dir denkst, oh, ich habe mir jetzt schon dreieckigen Concealer und irgendwie ein Contouring ins Gesicht gezimmert und musst jetzt schnell auf die Straße. Es klingelt, du musst dann, Tür aufmachen. Genau, dann siehst du aus wie so ein Kandinsky, der in einem Museum hängt. Und deswegen baue ich mein Make-up so auf, dass zu jedem Zeitpunkt der Postmann klingeln kann oder der Feuerwehrmann sagt, bitte verlassen Sie jetzt das Gebäude und ich trotzdem fabulous aussehe. Deswegen kommt als zweites... Oh mein Gott, wie ist das bitte alles durchdacht? Der Lip Plumper. Weil, jetzt kommt's, der ja auch ein bisschen Zeit braucht, um zu wirken. Okay. Und dann macht er das jetzt, während ich... Oh mein Gott, ich merke schon, ich werde so viel heute lernen von dir sowieso. Du bist ja Professional Make-up Artist. Ich habe es mir ja selbst beigebracht, ne? Ich sag, wie es ist. Ja, aber das hat doch damit gar nichts. Also ich finde, das ist überhaupt nicht... Das eine ist nicht besser als das andere, wirklich nicht. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt sowas ist wie... Arzt oder so, weißt du, das bringst du dir selber bei und du hast eine Leidenschaft. Und der Unterschied darin ist ja überhaupt nicht, dass deins schlechter oder besser ist als meins, sondern ich habe es gelernt bei anderen und du bei dir selbst. Das ist die unterschiedliche Mechanik bei der Geschichte. Als nächstes kommt bei mir der Primer. Da nehme ich ein Spray, weil ich eine starke Mischhaut habe. Und wenn ich einen Creme-Primer nehme, dann ist das meistens keine gute Idee bei mir. Mhm. Außerdem habe ich dann so ein bisschen... Und der ist jetzt von NYX, findest du den gut? Ich mag den total gerne, weil der, ich sag, also in meiner Sprache sage ich immer, der ist unaufgeregt. Das heißt, der erfrischt die Haut, der kühlt die Haut, der bereitet die Haut vom pH-Wert auf die Foundation vor. Das heißt, ich habe eine wirklich gute Priming-Funktion, ohne dass es eine Schicht hinterlässt. Weil das ist bei mir halt immer echt ein raus. Und ich kann das halt auch zwischendrin immer nehmen, weil ich das Gefühl habe, die Haut wird irgendwo doch ein bisschen trocken. Mache ich wieder eine Schicht Priming-Spray drauf. Und das verbindet das Make-up später auch mit dem Puder und allem. Und zwischendrin kann ich es nochmal zum Auffrischen nehmen. Gerade bei so super heißen Tagen oder bei langen Tagen, wo das Make-up richtig lange halten soll, da benutze ich so ein Setting-Spray auch zwischen. Also wenn ich nur die Foundation drauf habe, sprühe ich mir was drauf, dann Concealer oder erstmal die Creme-Produkte, Setting-Spray, danach Puderprodukte, nochmal Setting-Spray. Und wenn alles fertig ist, gehe ich nochmal drauf. Ja. Also manchmal habe ich da wirklich drei Schichten dazwischen, weil Das gibt total es wirklich das was Leben, bringt. Ja. Mein nächstes ist, dass ich Bronzer und Highlighter zusammen auf die Wangen gebe, unter die Foundation. Bronzer und Highlighter? Ja, also ich fange an mit Highlighter, das nennt man Backlighting, weil jetzt habe ich ja erstmal einen richtig wilden Glanz. Dann setze ich da jetzt ordentlich Bronzer drüber und dann gehe ich mit der Foundation drüber. Fertig! Ich bin auch fertig! Siehst du, wenn jetzt der Postbote kommt, siehst du gut aus? Ja, sehe ich zumindest aus, als hätte ich mich für die Premiere, die nächste Premiere von GoldenEye oder wie solche James-Bond-Filme immer heißen, geschminkt. Das ist so hot.
was ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, kennst du das? Man hört das immer wieder, aber bis man das mal umsetzt, dauert das manchmal und dann denkt man sich, oh, das stimmt ja wirklich. Und das ist so die Sache mit Concealer. Man hört ja immer wieder, weniger ist mehr, weniger ist mehr. Aber man denkt, man muss mehr auftragen, damit es deckender ist. Aber eigentlich stimmt es halt nicht. Nee, das stimmt nicht. Du brauchst nur einen sehr hochpigmentierten Concealer, dann kannst du ganz, ganz wenig nehmen. Und ich persönlich nehme Concealer auch immer ganz am Ende, weil du automatisch weniger nimmst, wenn du schon geschminkt bist. Wir müssen kurz Pause machen. Unsere Fans. Wir sind ja auf der Glow, ne? Also. mein Security. Mein, das ist so gut. Guck mal. Oh mein Gott. Glow. Sehr schön, der blaue Lidschatten hat mir am meisten gefallen. Weißt du was? Ich will mal einen Trick verraten, den ich neu gelernt habe. Und zwar, wenn ihr eure Augenbrauen mit Augenbrauengel kämmt, um die zu fixieren, dann geht nochmal mit dem Finger darüber und klebt das nochmal dran. Hast du den bei Frau Beauty gelernt? Und das habe ich bei Frau Beauty gelernt. dann habe ich das Gefühl, nämlich immer, dass das Augenbrauengel wirklich so wie ankommt. Und dann hat man auch keine von der Seite, steht das nicht komisch ab. Das ist so richtig dann finalisiert und hält auch viel besser. Also einfach mit dem Finger nochmal drüber gehen und dran kleben sozusagen. So, und wie bist du dann? Lidschatten. Okay, alles klar. Welchen benutzt du von Trended Up? Nix, diese Ultimate Palette. Nix. Weil da habe ich halt tatsächlich alles drin, was ich brauche. Da kann ich Smoky Eyes mitmachen, einen super schönen Nude Look. Und wie sich ja schon in den letzten 20 Minuten rausgestellt hat, ich mag es praktisch. Ich bin sehr praktisch veranlagt, was es angeht. Deswegen eine Palette für alle Looks, das ist genau mein Ding. Und benutzt du, jetzt benutzen wir Pinsel auf jeden Fall aus der Drogerie, ne? Mhm. Was sind so deine Liebsten aus der Drogerie? Brands, Lieblingsbrands? Ich mag Real Techniques total gerne. Oh, ja. Ich finde, die machen das wirklich gut, aber es sind ja auch zwei Make-up-Artists, die das gegründet haben. Und deswegen, das merkst du einfach, die haben wirklich Ahnung davon. Das heißt, alle Produkte sind halt extrem durchdacht und funktionieren einfach. Und was ist dein Lieblingspart zum Schminken? So Augen, Lippen oder Gesicht? Augenbrauen. Weil es immer eine Herausforderung ist. Ich habe keine guten Augenbrauen von Natur aus. Das heißt, ich muss sie auffüllen. Wenn ich mich abschminke, ist da nicht mehr viel los. Und deswegen ist es so, dass ich tatsächlich die Augenbrauen am liebsten mache, weil das für mich das Wichtigste ist. Und was war die berühmteste Person, die du geschminkt hast oder gestylt? Ja, dadurch, dass ich das ja schon länger nicht mehr, also ich style nicht mehr so die ganz großen Celebrities seit ein paar Jahren, aber damals war es Mariah Carey. Oh. Krass. Und? Wie ist die so? War sie nett? Die war gar nicht, weil die war total abgeschirmt. Ich kam in dieses Zimmer und die lag sie. Und dann wurde mir gesagt, dass ich sie jetzt bitte schminken soll. Mir wurde ein Bild gezeigt, wie sie geschminkt werden möchte. Und sie selbst hat gar keinen, die war jetzt nicht unfreundlich oder sowas, aber die hat halt einfach gar keinen wirklichen Kontakt. Ich bin für jemanden eingesprungen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht wirklich ihr Traum, dass ich da jetzt bin. Mhm. Und dann musste ich Lashes kleben mit geschlossenen Augen. Und ich hatte so Schiss, dass sie die Augen nicht mehr aufkriegt. Aber ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, kannst du bitte die Augen aufmachen? Und das gab dann so eine blöde Part-Situation, weil ich habe dann immer so ihr Augenlid so ein bisschen geöffnet und so kurz ihre Pupille darunter gesehen und dann wieder fallen lassen und immer so gelupft, dass auf gar keinen Fall was antrocknet. 1000 Workarounds, wie ich jetzt die Wimpern setze, dass das später nicht... Was für eine crazy dann Story. Dann kam die Person, die sie ins Kleid genäht hat. Das heißt, ich kann aus erster Hand sagen, it's true, sie wird in ihre Kleider genäht. Ich habe mir eine Mascara für heute ausgesucht. Das war, glaube ich, eine meiner allerersten Mascaras, die ich mal überhaupt verwendet habe.
Und als ich so mir die Produkte ausgesucht habe für das heutige Video, ich wurde so richtig nostalgisch. Ja. Ich habe mir die noch benutzt, wo ich nur Mascara-Looks hatte. Weißt du, so, nicht ja. nur Mascara. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss die wieder mal verwenden, um so einfach um zu schauen, ob ich die immer noch so gut finde. Aber das Bürstchen ist einfach bombastisch. Was ist deine Lieblingsmascara? Also momentan mag ich tatsächlich die am liebsten, die ich jetzt hier verwende. Das ist die Volume Million Lashes Balm Brown. Das ist eine braune Mascara. Ja. Und ich bin tatsächlich ein Fan von brauner Mascara. Ich finde, schwarze Mascara wirkt oft für so natürliche Looks zu hart. Mhm. Ich finde, die Wimpern werden ganz schnell zu einem Einzelstatement. Mhm. Und jetzt zum Beispiel bei dir ist ja auch der Eyeliner. Und wenn ich jetzt dich aber anschaue, dann sind es jetzt auf einmal die Lashes. Das heißt, die Lashes verstecken so ein bisschen den Eyeliner dahinter. Wenn du jetzt aber braune Mascara nehmen würdest, würde der Eyeliner dahinter noch immer den Look bestimmen. Du hast natürlich jetzt nicht unbedingt groß geguckt, wie ich mich geschminkt habe. Aber was hast du für mich für eine Korrektur hättest du? Würde ich mir sehr gerne anhören, ehrlich. Tatsächlich würde ich einfach dir raten, den Concealer am Ende. Aber nicht, weil du das jetzt machst, sondern weil es ganz viele Menschen machen. Ganz viele Menschen machen einfach den Concealer zu früh drauf. Mhm. Und dadurch kannst du dir einfach am Ende nochmal so das Gesicht wie hin modellieren, weil du dann am Ende den Concealer nimmst und auch so Sachen, wenn du zum Beispiel irgendwo einen Übergang oder sowas gerne noch korrigieren wollen würdest, kannst du einfach den Pinsel machst du das in den jetzt Concealer. Bei mir? Ich mache das gleich bei dir, aber ich zeige es dir auch einmal bei mir. Kannst du nochmal hier so über die Ränder gehen und da die Übergänge einfach absoften oder hier unten, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du bist mit dem Bronzer zu weit runtergegangen, kannst du richtig schön nochmal so ein bisschen korrigieren, ohne dass es jetzt gleich total den Look verändert. Aber du kannst auch hier zum Beispiel Lifting-Effekt hier in den Augenwinkeln, hier nochmal so hinterher. Und das alles kannst du machen, wenn du den Concealer ganz zum Schluss setzt. Wenn du es jetzt aber nochmal machst, wo du es ja ohnehin, dann machst du ja noch eine Schicht mehr drauf. Du kannst auch immer, also ich nehme jetzt gerade kein Cremeprodukt, einmal hier so auf den Deckel oder sowas, aber die Cremeprodukte sollten sich einmal mit den Pinselhaaren verbunden haben, weil ansonsten kann es auch ganz schnell fleckig werden. Und wenn du jetzt die Problematik hast, dass du schon abgepudert hast und danach nochmal über deine Haut gehen möchtest mit einem Cremeprodukt, nimmst du einfach einen Setting Spray oder einen Feuchtigkeitsspray und dann kannst du unbesorgt wieder mit dem Cremeprodukt drüber gehen. Überlegen. Du meinst, wenn ich jetzt nur eins davon nehmen dürfte? Ja. Ja, dann wäre es. Zwei. Dann sagen wir jetzt mal, wenn du jetzt zwei, nachdem wir jetzt fertig sind, wenn du sagst, diese zwei Produkte, die haben so geformt, die müsst ihr haben. Also ich liebe ja den Infallible Modern Concealer von L'Oreal. Den liebe ich so sehr. Und ich glaube, ich würde tatsächlich dann noch die Mascara dazu nehmen, weil ich wüsste, dann habe ich keine Augenringe mehr und einen wachen Blick. Also. Ja. Du siehst spektakulär, wunderschön aus. Aber ich habe den Lip Liner nicht so ausgeblendet, so schön wie du. Ist aber es falsch? Aber ich finde das toll, das sieht ganz toll aus. Also was heißt falsch? Das ist ja eher das. Nee, das ist, genau, das ist das, was ich gemeint habe. Ich finde, so deinem Look sieht das total phänomenal aus. Wenn ich das jetzt hätte, wären plötzlich die Lippen so prominent. Aber dadurch, dass du einen Eyeliner hast. Ich habe den Concealer übrigens nur noch hier außen nachgetragen. Ja. Für hier habe ich mich jetzt gar nicht getraut, weil das zu viel Puder. Aber könntest du rein theoretisch? Ja. Ich glaube, ich lasse es so. Nächstes Mal. Aber ich werde jetzt wirklich versuchen, das nächste Mal, ich hoffe, ich denke dran, Concealer ganz zum Schluss zu machen. Und ich wette, das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Weil genau das fehlt mir oft, dieses Helle in der Mitte. Ja, das macht wirklich einen Unterschied. Und der Concealer, wenn du ihn als letztes setzt, ist ja oft die Region, die dann später am Tag auch irgendwie ein bisschen trockener wird. Je später du den setzt, umso besser. Mein Lieblings-zwei Produkte wären der Lipgloss. Der ist toll. Das ist derselbe, den ich genommen habe, oder? Genau. Der ist von Trinidad. Der schimmert und glänzt so sehr. Ich habe das gar nicht so doll erwartet. Das ist wirklich so diese Kombination, die du jetzt hast. Das ist so wunderschön. Und der Lip Liner, ne? Ich liebe so. Guck mal, wie der schimmert. Wow. Das ist toll.
das trage ich in letzter Zeit ganz, ganz oft, so einen bräunlichen Lip Liner und dann so einen klaren Gloss oder Lippenöl oder so. Aus. Und was ich auch liebe, ist halt die Foundation. Ich habe die zwar heute gemischt, aber die Perfect Match oder diese, Perfect Match Nude. Ich glaube, das ist die neue. Das Serum. Serum, genau. Liebe ich auch so sehr. Und ich muss sagen, dieser Primer, ich habe bisher eigentlich nie porenverfeinernde Primer benutzt, immer nur für Feuchtigkeit, aber die Foundation ging drauf, als würde ich so auf Glas rumschminken. Richtig cool. Richtig cool. Bin mal gespannt, wie lange das alles hält. Aber du hast auch das Fixing Spray darüber gegeben, von Trend It Up. Ja. Das ist super schön, weil es eben auch ein bisschen mattiert. Ich habe jetzt ja keinen Highlighter drauf. Ja, aber findest du das? Ja, weil du hast jetzt als Glanzpunkt eben nur das im inneren Auge, also beziehungsweise im inneren Auge. Finde ich toll. Reicht das? Ja, total. Okay, danke für deinen Professional Blick. Ich liebe auch dein Make-up. Mach mal die Augen zu. Jetzt siehst du, dass ich geschludert habe, nur um Erste zu sein. Wie ich nicht war am Ende geworden bin. Nein. Jetzt möchte ich noch eine Sache wissen. Warum hast du einen Strähnenkamm? Wusstest du wieder, wie zottelig ich hier ankomme? Ja, also, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Wer hat hier diesen Kamm? Wolltest du eine Frisur haben in dem Video? Also, ja, ich habe gleich noch live hier eine Bühnenshow auf der Glow und dafür ist der Kamm. Machst du dann eine von deinen legendären Frisuren? Von meinen legendären Flechten. Ohne Witz an alle Menschen, die Alessia noch nicht folgen. Es ist wirklich so, es ist eine Inspiration jeden Tag. Du machst so geile Frisuren und jeden Tag was Neues und es ist immer so simpel, aber spektakulär. Es ist einfach zu machen und es sieht immer schön aus wie heute. Ich danke dir. Das heute war eine Notlösung, aber ich bin ganz happy. Ich würde sagen, wenn so meine Notlösungen aussehen würden, sieht schön aus. Ganz, ganz lieben Dank. Natürlich solltet ihr auch Susanne ganz, ganz dringend folgen. Frau Beauty auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube jetzt auch, ne? Überall. Ganz, im echten Leben auch zum Supermarkt. Auf jeden Fall. Folgt unbedingt Susanne auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Einfach so ein riesen Mehrwert, so viele Tipps und Tricks und ich habe schon so viel von dir gelernt, wirklich. Dass einfach jedes Video ist was Brauchbares, richtig Gutes. Da ist die Zeit nicht verloren, die man investiert. Krass. Und wir sind jetzt fertig. Wir sind pünktlich wie die Feuerwehr oder die Maurer? Feuerwehr wäre besser. Ich glaube, die Maurer sind pünktlich. Ja? Ich glaube, es sind pünktlich wie die Maurer. Pünktlich wie die Maurer. Schreibt doch mal bitte drunter, wie es richtig heißt. Genau. Oder? Und schreibt generell auf jeden Fall sowieso Kommentare unter diesem Video, wie es euch gefallen hat. Wir zwei zusammen sollten wir noch mal ein cooles Video zusammen machen. Sollte beim nächsten Mal zum Beispiel Olesja mir die Haare machen. Da wäre ich ja sehr dafür. Ich mache dir das Make-up und du machst mir die Haare. Ja. Wie wäre es dann gleichzeitig? Wenn du... Easy. Von hier? Kann ich machen. Ja. Kennst du diese Frisur, wo du vorne ganz viele Haargummis zumachst und dann alle nach hinten gibst? Genau, der Plan steht. Soll die Susanne mich vielleicht in einen anderen Menschen schminken? Freddy Krüger oder so. Gleich übertragen. Also, das oder Marilyn Monroe oder so, das würde ich cool finden. Das wäre geil. Schreibt es mal in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert auch unbedingt den DM Deutschland YouTube-Kanal. Da seht ihr uns oder auch mich immer mal wieder. Und danke sehr fürs Einschalten. Macht's gut. Schöne Ciao. Zeit. Tschüss.